Zeit für ein Duell. Ja, Mones, komm ich mal klar. Dann ist er wieder. Wir spielen heute wieder eine Runde Yu-Gi-Oh! Wir werden heute wieder Mamcat spielen. Wir werden heute mal gegen Swain spielen. Gegen Swain haben wir, glaube ich, auch schon mal gespielt. Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Was wollen wir nehmen? Komm, wir nehmen mal Stein heute. Ach, leider verloren. Schade, schade. Gut, sind wir erstmal Zweiter. Was sind wir? Und wir sind? Ah, Zweiter. Na gut. Wir werden trotzdem gewinnen. Auf geht's. So, was haben wir denn? Ah, goldener Apfel. Schneemann. Nicht schlecht. Okay, Landformer. Okay. Okay, okay. Kartenauto. Uha, 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 uha. 2300. Aber du opferst das. Okay. Und ziehst zwei neue Karten. Gut, was machen wir? Wir haben Jinzu. Auch nicht schlecht. Ich würde mal sagen, wir spielen erstmal Harpyn Wish und zerstören erstmal seine ganzen Karten hier. Weg. So. Dann legen wir noch den goldenen Apfel. Und dann hier unseren Verteidigungsritter. Magischen Ritter hier. Kriegt erstmal seine Spielmarke. Und greifen ihn einmal direkt an. Hier, komm. 1600. Direkt auf Lebenspunkte. Bam. Zack. So sieht's aus. Und wenn nur so. Wir können vielleicht Jinzu vielleicht spielen. Mal gucken, was er macht erstmal. Nicht eine Karte verdeckt. Noch eine Karte verdeckt. So. Okay. Wir hätten das Horn. Wir könnten das so machen. Wir beschwören Jinzu. Opfern unseren Monster. Sehr gut. Legen das Horn auf Jinzu rauf. Zack. Jinzu ist mal wieder stärker. 3100. Und greifen direkt an. Zack. Er kann keine Falle aktivieren. Oh, okay. Sündenbock hat er. Okay. Okay. Das ist aber gut. Können wir zumindest einen Sündenbock zerstören, ist ja kein Problem. So. Ja. So, da. Geh auch hin. Und wir haben ein starkes Monster. Er kann keine Fallen aktivieren, das ist schon mal ganz gut. Dann liegt noch eine Karte verdeckt, okay. Dann haben wir Friedensbote. Na gut. Wir beschwören mal unseren Ritter hier. Dann kriegt er erstmal 400 ATK dazu. Und wir greifen weiter an. Gehen wir weiter auf die Sündenböcke hier. Zack. Und zack. Und betten wir uns doch. Vielleicht können wir noch den Schneemann spielen. Die Verteidigungsposition. Schneemann ist auch ganz gut. Oh, Landformer wieder. Ja gut, kannst die Feldzauberkarte legen. Das bringt aber nichts. Okay, was kriegen wir? Und wir kriegen... Oh, Kriegsbrecher. Könnten wir mal legen. Ist das eine Zauberkarte? Eine Fallenkarte ist das, ne? Ja gut. Nee, wir legen Schneemann. Und dann greifen wir mit dem Ritter erstmal den Sündenbock an. Zack. Und mit Jinzu greifen wir direkt an. 3100. Bam. So, jetzt nur 3300 Lebenspunkte. So. Und was macht er? Legt noch eine Karte verdeckt. Wir könnten jetzt gewinnen. Eventuell. Wir haben den schwarzen Anhänger. Ja, den legen wir mal auf. Setzen wir auch mal. Und auf den Ritter setzen wir den mal. Und greifen wir nochmal an hier. Komm, Ritter. Greif direkt an. Auf die Lebenspunkte. Zack. Jinzu, greif auch an. Und wir haben gewonnen. Zack. So einfach war das. Ha. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Gut, liebe Freunde, ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt euch das Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Würde mich mega freuen, mich mega unterstützen. Würde mich auch mega freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn das heißt, eine weitere Folge in Yu-Gi-Oh! Dann bedanke ich mich erstmal und sage auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht abonniert, aber los jetzt!